Sie könnten zusätzliche Verkäufe verpassen, nur weil Sie Ihren Amazon-Account nicht optimiert haben. Etwas so Einfaches wie die Art und Weise, wie Sie Ihr Produkt beschrieben haben, können die Unterschiede zwischen 10 und 20 Verkäufe pro Tag ausmachen. Wir haben von unseren Kunden gelernt und wir würden diese Methoden letztendlich mit Ihnen auch teilen. Zusätzlicher Aufwand ist gering und wir würden weitere Geheimnisse innerhalb der Industrie mit Ihnen teilen. Wie können Sie denn am besten Ihre Produkte optimieren und die Verkäufe für Prime Day ankurbeln? Das und mehr wird von uns präsentiert. Ein gutes Beispiel der Listing, die erfolgreich sind, sind zum Beispiel die Keywords, die genutzt werden im Titel des Produktes. Ein weiterer Punkt, den wir öfters als effektiv sehen, sind die Farboptionen, die ebenfalls gezeigt werden im ersten Bild. Ein dritter Punkt, den wir sehen, der öfters sehr gut ankommt, sind die Videos des Produktes. Wie das Produkt genutzt wird oder um weitere Beschreibungen zu geben. Ein etwas schlechteres Profil, was wir gesehen haben, ist, dass die Texte, die auf dem Bild sind, nicht übersetzt sind. Ein weiterer Punkt, den wir erläutern würden, ist, dass die Farboptionen, die man im Produkt findet oder in der Produktbeschreibung findet, die nicht gelistet werden, entweder im Titel oder auf den Bildern, die sie präsentieren. Unser dritter Punkt für dieses Produkt würde sein, dass man etwas mehr vielleicht für das Marketing ausgeben könnte, da das Produkt auf Seite 6 von Amazon gefunden wurde und daher wahrscheinlich eher weniger für die Kunden dann anspringen würde. Ein gutes Beispiel für eine Produktbeschreibung findet man auf diesen Produkten hier. Es gibt sehr viel Informationen zu, wie das Produkt genutzt wird und wo es denn am besten aufgestellt wird. Im Weiteren kommt das Produkt gut an, da die Farboptionen geschildert werden und das Video ein sehr direktes Bild von dem Produkt erschaffen hat. Unter anderem ist es ebenfalls ein gutes Listing, da die Beschreibung sehr viele von Keywords ebenfalls auftritt. Das heißt, wenn das Produkt selber beschrieben wird, würde man auch gerne wiedererkennen wollen, wo man genau am meisten von dem Produkt herholen kann. Und das kann man in dieser Listing auf jeden Fall sehen. Was uns auf dieser Listing aufgefallen ist, ist, wahrscheinlich profitiert der Händler nicht sehr viel von diesem Produkt, da die Qualität von dem ersten Bild sehr schlecht ist. In der Regel heißt es, dass das eine große Ursache ist von den Kunden, die dann nicht auf dieses Produkt kommen. Ein Beispiel, was wir gefunden haben, warum das Produkt vielleicht nicht so gut optimiert ist, ist, weil die Produktion des Bildes sehr schlecht ist und daher die Qualität ebenfalls das Produkt schlecht darstellt. Was wir bei diesem Produkt ebenfalls gesehen haben, ist, dass die Beschreibung des Produktes oder weitere Stichpunkte zum Produkt auf den Bildern nicht übersetzt wurde. Was uns bei diesem Produkt gefehlt hatte, war ein Video, da wir uns nicht direkt mit dem Produkt uns verlieben konnten und daher sehr wenig von dem Produkt selber sehen konnten. Etwas Positives, was uns aufgefallen ist, ist, dass die Produktdarstellung sehr positiv war. Es gab viele Farboptionen auf dem ersten Bild. Für die Texte des Produktes, die in der Beschreibung dargestellt wurde, konnte man sofort erkennen, ob das Produkt für einen gemacht ist. Unter anderem konnte man auch von den Größen des Produktes sofort einteilen können, ob das dann tatsächlich ein guter Fit für den Kopf wäre. Unter anderem hatte uns die Beschreibung sehr gut gefallen, weil wir direkt ein Bild von den Käufer durch diese Produktvorstellung sehen konnten. Das Titel hatte uns super vorgestellt, wofür man diesen Helm kaufen würde. Was uns hier etwas gefehlt hatte, war tatsächlich eine Darstellung, wenn man den Helm zum Beispiel trägt. Man konnte nicht sehen, wie der auf einem Kopf sitzt, was öfters recht wichtig ist, wenn man Produkte kauft. Unter anderem, was uns sofort aufgefallen ist, ist die Schwierigkeit, dieses Produkt eigentlich zu finden. Wir haben die Beschreibung genutzt und wir mussten bis auf Seite 7 von Amazon gehen, um dieses Produkt überhaupt zu finden. Was uns mit diesem Produkt etwas gefehlt hatte, war tatsächlich die Flexibilität mit den Farben. Hier wird zurzeit nur eine Farboption dargestellt. Zusammengefasst sind hier also einige allgemeine Do's und Don'ts für die Auflistung Ihrer Produkte. Denken Sie daran, dass Sie relevante Schlüsselwörter für die Sichtbarkeit Ihrer Suche verbessern können. Achten Sie ebenfalls darauf, den Titel Ihres Produktes zu optimieren, um einen pragmatischen, überzeugenden Titel zu verfassen.
Der wichtigste Schlüsselwort enthält öfters die allgemeinen Merkmale Ihres Produktes. Wenn Sie dies nicht tun, könnte es für Ihre Kunden schwierig sein, das Produkt zu verstehen und den Verkauf zu verstehen, den Sie versuchen zu generieren. Wie Sie das Produkt nutzen können, ist auch öfters super wichtig für die Listing. Stellen Sie sicher, dass Sie ein qualitatives, hochwertiges und visuell ansprechendes Produktbild bereitstellen. Öfters ist das der entscheidende Schluss und der entscheidende Einleitung des Produktes für die Aufmerksamkeit der potenziellen Käufer zu erregen. Die Bilder von schlechter Qualität oder gar keine Bilder bedeuten öfters, dass Kunden keine Möglichkeit haben, das Aussehen oder die Qualität des Produktes zu erkennen, die bestimmten Merkmale oder anderes zu beurteilen, was wahrscheinlich eines Kaufs deutlich verringert. Wenn Sie die heutigen Informationen hilfreich finden, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar zum Video und senden Sie uns eine E-Mail an inquiries@avarsgroup.com, sollten Sie weitere Informationen wünschen. Nochmals vielen Dank und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei diesjährigen Prime Day.